wunderschönen guten Morgen auf Mein Schiff 4. Wir haben heute Montag, den 29. April 2019. Wir sind auf dem Weg nach Malta, zur Hauptstadt Valletta. Es ist gleich 6.30 Uhr. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 15,6 Knoten, haben eine Windstärke von 6 Beaufort, schwankt zwischen 38 und 42 Kilometer, eine Außentemperatur von 15,4 Grad. Und so sieht es draußen aus. Es ist sehr windig. Wie gesagt, Windstärke 6 im Moment. Wir sind in der X-Lounge heute mal zum Frühstück. Bestellt haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch unsere Sachen am Buffet aussuchen. Unser Frühstück. Gleich ist eine Hochzeit hier. Eine herrliche Dekoration. Im Hamani zum Mittagessen, zur Kochvorführung, Kochshow von Tim Raue. In der Küche zu Hause. Sehr locker, ne? Das kann man nicht anders sagen. Alles, was vier Beine hat außer Stühle und alles, was fliegt außer Flugzeuge. Und das stimmt. Da habe ich mal ein Töpfchen vor mir gehabt und dachte so, was ist das, Milchreis? Aber wahrscheinlich so mit Tapioca oder Sago. Es waren alles so runde Bällchen in so einer Schlotze. Und habe dann einen mutigen Löffel davon genommen. Und das platzte am Gaumen, war so richtig fettig und fischig. Ich dachte, was für Sie und Ihren Mann, ne? Die beiden essen keinen Fisch. Kommunikation ist manchmal noch interkulturell schwierig. Aber ich soll wahrscheinlich erzählen, er möchte, dass Sie alle Rotwein saufen. Das nehme ich Ihnen jetzt noch nicht zu. Und wir nehmen eine Maishühnchenbrust. So spannend. Ja, er lässt uns nicht hochkommen, ne? So, das ist so schön leise beim Essen. Also grundsätzlich Nein zu sagen oder auch wie möglich gesäuert. Und die Idee ist, der Meister schneidet den rohen Fisch. Wir nehmen jetzt einfach mal Nigiri, also nimmt den Reis, der immer warm ist, und zwar handwarm, formt die Rechtecke, macht dann frischen Wasabi drauf. Der wirkt nämlich auch antibakteriell, wegen dem rohen Fisch, der draufkommt. Und dann je nach in Selfies zur Verfügung. Nichts macht mich glücklicher, als so leicht angeschwitzt sie in den Arm zu nehmen und mit ihnen Fotos zu machen. Ich gehe aber gleich so ein bisschen um die Tische rundherum und bin dann für sie da. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Reise. Ich werde mich morgen in Valletta verabschieden. Für all diejenigen, die noch nicht da waren, kommen Sie her, haben Sie Spaß. Die Jungs und Mädels machen das hier ganz großartig, ob ich da bin oder nicht. Wir verbringen maximal, ich selber, 6 Wochen im Jahr auf den Schiffen. Mit meinen Jungs bin ich insgesamt 20 Wochen an Bord, und immer wieder zu unterstützen, zu kontrollieren und zu gucken, dass das so läuft, wie wir wollen. Da kommt dann der kleine Japaner durch. So, vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit dem Sushi von Ups. Jetzt geht's kontrollieren mit den Stäbchen. Nein, tun Sie sich das nicht an. Doris ist jetzt mit Stäbchen. Premiere. Was denn? Nein, sie hat schon eine Farbe bekommen. Nein, das ist gut. Guten Tag. Guten Tag. 20.15 Uhr. Wir sind im Atlantik Mediterran, Club 4. Bei Lu. Unsere Suppen. Thomas von Doris. Heran. Ist drüber gesprungen. Ja. Später Seele. Wie schmeckt denn die regionale Speise? Reis. Gut. Ja? Hast du den Reis schon probiert? Nein.
Probier den mal. Wieder, wieder mal Gesicht sehen. Tu das doch mal. Doris isst Dessert. Ganz, ganz selten. Sehr schön. Wunderbare Tänzer. Kommen Sie vorbei, genießen Sie. Unser Nachtisch-Dessert. 21.15 Uhr. Das Atlantik-Mediterranes bald leer.